Er hat wieder zugeschlagen. Live Rino wurde erneut gezwungen, ein Video gegen uns zu machen. Das ist meine Gegenansage. Ja, du hast auch Spaß. Letztens hat er mich ja schon zerstört mit diversen Sätzen, so wie Kohle, Quarz und kommt Zement. Beton. Der Unge hat auch nochmal reacted auf meine Reaction, die ich gemacht habe, auf seine Reaction. Das ist so krass. Ich bin auf jeden Fall bereit, erneut demoralisiert zu werden von Herrn Bodenschiene. Die Falten sind so ein bisschen weggegangen. Das sieht ja katastrophal aus. Ja, ein bisschen Wasser. Direkt. Das ist so quasi sein Intro. Auch erst einschneiden, wenn das Wasser bis oben steht, wenn einer auf die Sinn oder das gleiche. Also. Peinlichkeits-Dance-Song. Folie sieht. Was ist das jetzt? Alter. Jo, kannst du mal aufhören, da mit dem Hund zu spielen? Das ist mega laut hier vorne. Das ist okay. Hört nicht auf. Das ist einfach zu vergessen. Schlauch in die Badewanne gehangen. Ein wenig hot. Eine richtige Falte. Hilft auch kein warmes Wasser. War mal gespannt, ob es klappt. Hat aber geholfen. Ja. Da hilft nur ein Wunder. Folgendes Problem. Ja, vielleicht war es ein Wunder. Ja, gut gekontert, Alter. Aber die Falte haben wir rausbekommen mit heißem Wasser. Also wenn du noch Lernbedarf hast, dann komm gerne mal vorbei. Wir müssen echt mal, irgendwann müssen wir diesen Herrn mal einladen. Wir haben einen Peinlichkeits-Dance-Song mit ihm. Eigentlich muss die Folie ja an der Poolwand dran sein. Aber die Haare hat er mal gut. Und wir haben halt schon die Löcher. Vielen Dank. Sind da jetzt noch Falten? Klar. Also wie ihr sehen könnt, da ist schon ziemlich gerade geworden, die Folie. Aber wir hoffen, dass mit der Fülle des Pools halt auch die letzten Falten rausgedrückt werden. Ich sehe jetzt gar nichts mehr da drin. Füllen, dann wieder ein bisschen mit Zement auffüllen, dass wir halt immer so ab. Magerbeton nennt man das doch. Ich sage immer Zement. Wenn Mark Forster sagt, dass das so sein muss, ist das Mark Forster? Krass! Boah, man sitzt im Hintergrund. Juna, beiß Mark Forster. Beiß. Böser, böser Mark Forster. Auto. Oh, krass! Und wann kommt neue Single? Okay, ich auch. Das ist gut. Ruhige View vom derzeitigen Fortschritt. Macht man auch so ein bisschen Wärmeisolierung und der Zement zerkratzt ja noch nicht so die Beckenwände. Das wussten wir natürlich. Das war nicht intuitiv so gebaut. Eigentlich kannst du die Erde gar nicht nehmen. Zum Verfüllen. Zu schlecht. Zu viel Steine drin. Sauber. Sauber. Und der so, nee. Da muss Chlor rein. Genau, da hat er schon. Chlor. Nicht rauchen, Gott, nicht reinschütten. Da gibt doch Bleichfläche auf der Folie. Das muss aufgelöst werden im Eimer. Oh, fataler Fehler. Oh, shit, ey. Haben die nicht letztes auch einfach reingeworfen? Hat er es reingeworfen? Das soll dicht sein? Tschüss. Der vier Scheinwerfer drin. Oh, das ist ja viel zu viel für das kleine Becken. Ein Scheinwerfer erreicht. Wieder Badelatschen. Perfekte Arbeitsbekleidung. Aber du merkst so, langsam lernt er uns kennen. Also er ist so ein bisschen so, ja, das sind die Jungs, so, die machen ihre Fehler. Ich bin jetzt nicht so abgefuckt auf die. Er lernt auch ein bisschen was von uns. Ja, gleich noch richtig was. Siehst du gleich. Du darfst doch nicht spoilern, Junge. Ja, ich spoiler nicht. Alter, alle mal rip Mark Forster in die Kommentare. Nein, schreib das nicht. Vielleicht schneide ich es auch gar nicht rein. Ah doch, ich schneide es ein. Hast du gut gemacht. Mitbekommen, von euch würde ich mir nichts bauen lassen. Warte mal, bis unsere Spaceships liegen. Oh yeah, wir bauen nämlich ein Raumschiff. Wir haben uns an die Einleitung gehalten und auch alles richtig gemacht, aber ja. Trotzdem... ja. Die Dichtung der Lampen nicht dicht. Schwimmende Lampen im Pool. Der Passi geht jetzt die ganze Zeit ins Wasser und versucht mit Unterwasserdichtmasse das nochmal ein bisschen zu verdichten. Sicherheitshalber werden wir auch... Wird nichts werden. Solange du Wasserdruck im Becken hast, also Wasser immer nachdrückt, kannst du auch nichts abdichten. Aber die Lampen sind dicht, oder? Die halten. Ja, das wissen wir nicht. Wie, das wissen wir nicht? Die gehen noch an, oder? Die gingen auch an, als sie noch undicht waren. Das heißt, einer muss in den Pool? Nee. Wenn er da mal Wasser rauslässt, wegen sauber machen oder so, dann bricht die mit dem ganzen Ding zusammen. Nee. Sauber machen? Wir haben halt Tanky, das ist so ein Roboter bei uns. Den tun wir da rein und dann macht er sauber. Fühlst du dich professionell aus mit den Füßen? Ey, das Wasser war so dreckig. Bäh, Alter. Ey, mal guck mal. Sieht aus wie, das Wasser im Nil. Mal blau zu kriegen. Da hat er schon mal dazu gelernt. Boah. Jetzt kommt die Sandfilteranlage. Boah, da haben wir zu viel falsch gemacht. Dann habe ich da. Ich glaube, das Video ist dann hier auch schon zu Ende. Ui. Ja, ist das laut, Alter. Boah. Was ist das denn? Heimwerker-Bohrmaschine. Ja, cooler Sound. Die ist, dass man in die Schläuche auch nicht verwechselt. Skimmerleitung, wo an die Pumpe rankommt, in die Düsenleitung.
Rücklauf. Erklärt immer so, wie sie so Faxen noch machen. Du weißt schon, dass es ein Stromkreis sein muss, ne? Oder? Es kann doch gar nicht gehen. Also das ist nicht wie Wasser. Für den Strom haben sie so einen Fachmann geholt. Todesdiss an Vince. Was hat der Vince nochmal studiert? Elektrotechnik. Mega peinlich. Damit sie ansaugt. Ja, aber was haben sie... Das sind wahrscheinlich 6-Wege-Ventile in der falschen Stellung. Auf Rückspülen. Das sind solche Idioten. Wow, Das ist aber richtig, dass man zuerst rückspült, dass man... Ja, als ob er es nicht witzig findet. Das braucht schon wenigstens 1-2 Tage und dann musst du auch regelmäßig zurückspülen. Sascha ist jetzt gerade auch da. Das ist eine Info, die wir brauchen. Genau, regelmäßig rückspülen. Das ist nämlich das, was uns gefehlt hat. Deswegen hat die Sandfilteranlage auch immer nicht mal funktioniert, Leute. Wo warst du live? Wo warst du in unserem Live? Sascha aka die Robbe. Hey, was denkt er sich eigentlich? Kommen immer wieder irgendwelche anderen komischen Käuze so in unsere... Jetzt, was er denkt. Jetzt spoilert's ja schon wieder! Mann! Umso fertiger der Pool wird, umso mehr Leute kommen. Weiß nicht, ob sie jetzt zwischendurch auch mal zurückgespült haben. Wie ihr gesehen habt im Zeitraffer, es wird nein! Und wenn das Wasser kippt, dann ist... Ich würde sagen, das Wasser ist schon gekippt. Die Filteranlage setzen wir, wie gesagt, auch nochmal neu auf. Wir machen alles doppelt. Wenn wir so arbeiten würden, würden wir nicht fertig werden. So, guck mal, wir upgraden das jetzt. Upgraden. Wir nennen sowas Fusch beseitigen. Fusch beseitigen. Ach, der Live sieht das alles so ein bisschen hart manchmal. Man sieht sie noch nicht, weil Wasser so dreckig ist. Alles potenzielle Hausmänner für euch. Ladies da draußen. Ja. Yeah. Der ist der Checker. Ich bin der Checker. Du bist der Checker. Mal schauen, weil diese Bäume, die droppen halt irgendwelche... Mini-Eggs. Die droppen. Die droppen welche Mini-Eggs. Die habe ich selber nicht verstanden. Geil. Klares Wasser. Wir müssen einen Pool-Song machen, Leute. Das wäre für uns auch mal eine Idee, ein Pool-Song. Unsere Anleitung heißt YOLO. YOLO? You only live once. Ach nee, das habe ich noch nie gehört. YOLO. Ich werde es mir merken. YOLO. Er hat was gelernt. Das ist jetzt ein provisorisches Dach. Ach so. Das wird ja schön hässlich. Was hast du gesagt? Das Dach war die Hölle. Das Dach war die Hölle, aber das war nicht meine Idee. Ganz kurz nochmal verteidigen, weil ich bin mir recht sicher, dass es doch die Idee von Thomas da hinten war. Nee, das war die. Das war auf jeden Fall auch nicht meine Idee. Meine aber auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Solche Ideen kommen öfters mal aus dieser Ecke da hinten. Nee, ich würde niemals ein Dach bauen. Das war so dumm, diese Idee. Das wird ja schön hässlich. Das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, oder? Nee, das macht null Sinn. Vorher sieht scheiße aus. Was ist das jetzt zwischendurch? So eine Marketingkonferenz. Eine YouTube-Messe, glaube ich. YOLO. Hat sie gesagt? YOLO! Geil! Scheiße, oder? Richtig scheiße, genau. Nee, das landet auf der Wasseroberfläche, das schwimmt ja. Und der Skimmer zieht es dann rein. Der Pool an sich ist ja fertig und wir hatten ja auch gesagt, dass wir dem Pool einen Namen geben wollen. Und diesen dann. Der ist noch nicht fertig. Wir haben eine Top 5 Pool-Namenliste gemacht mit den Ideen, die haben. Das wirkt so kindisch auf einmal. Wir haben dem Pool noch einen Namen gegeben und die denkt sich, was sind das für Eumel, Alter. Bumspool, Napoleon oder Bam Splasher? Für Napoleon fängt am besten. Für deinen coolsten Namen? Nee. Nee, wirklich nicht. Für uns ist halt nur ein Job, die zelebrieren das ja hier richtig, ne? Zur YouTube-World. YOLO. Der hat Sinn für Humor, ich mag ihn immer mehr. Ja, ne? Der Pool ist fertig. Ist Mark Forster wieder? Ach krass, das ist das Pool-Video? Ja. Ach, jetzt. Ah. Ja, also für mich sieht es immer noch aus wie eine Baustelle. Wir graben, bauen, kleben nur mit Crocs und Sandalen. Und kann man hiermit vielleicht unseren Pool bezahlen? Wir haben schon so viel geschafft. Doch wir fangen gerade erst an. Was ist denn dein Fazit jetzt? Ja, ich sag ja, mit den Erdarbeiten, ne? Das war schon Respekt, ne? Also das da rauszuschachten, das ist schon nicht so einfach. Das Skimmer, Düse, Vor- und Rücklauf, sicher, für uns ist es alltägliche Arbeit halt, ne? Da haben sie sich dann halt schon ein bisschen reingefuchst, ne? Aber singen können sie trotzdem besser. Wenn die Jungs jetzt mit ihrem Ergebnis zufrieden sind, dann ist es okay. Also hey Julian, ne, wenn du Probleme mit deinem Pool kriegen solltest, wovon ich fast ausgehe, kannst du mich gerne anrufen und dann können wir mal eine Lösung erarbeiten. So, hey, das wäre das witzig, wenn wir den mal einladen. Ja, und dann disst er uns in Real Life. Live-Zerstörung von Live Reno. Wir können auch einen Livestream machen. Ein Livestream. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Reaction. Das war es auch schon mit der zweiten Reaction meines Lebens. Vielen Dank an Erik fürs Zuhören da hinten. Und einfach für den seelischen Support. Vielen Dank an dich auch, John.
Das ist John. Vielen Dank auch hinten für deine gute Musik, Marc. Vielen Dank natürlich aber auch an Herrn Renov. Vielleicht sehen wir uns mal in Real Life. In Real Life. Zeigen. Ja, so viel. Mit dem Namen kann man so viel machen, ja. Alter, ich guck mir gerade seine Poollandschaften an. Echt? Der macht Poollandschaften? Ja, Mann. Boah, Alter. Boah. YOLO.